Hey und willkommen zu einem neuen Pokémon-Video. Nämlich, ihr habt auf meinem Discord-Server abgestimmt, was das nächste Pokémon-Video sein soll. Nämlich, wie ich auf Pokémon kam. Aber dann packt ihr noch was da rein. Nämlich wurde ein neues Pokémon gezeigt. Und jetzt auch viel Spaß mit dem Video. Ach ja, lasst gerne im Nachhinein ein Like und ein Abo da und schreibt mir gerne Videoideen in die Kommentare. Ich grüße Mudin Abtal, weil er den ersten Kommentar geschrieben hat. Und Altadi, weil er einen netten Kommentar geschrieben hat. Wenn ihr auch gegrüßt werden wollt, schreibt den ersten einen netten Kommentar. Das neue Pokémon heißt Lauchzelot. Das ist die Weiterentwicklung von Porenta, die nur in Galar stattfindet. Es hat die Fähigkeit Felsenfest und es hat einen Signature-Move, bei dem ich glaube, dass der Name noch nicht bekannt ist. Der Typ von Lauchzelot ist ein reiner Kampftyp. Dann kommen wir auch zum Hauptthema, das hieß nämlich, wie ich auf Pokémon kam. Es war wahrscheinlich irgendwie so 2015 und mein 8-jähriges Ich dachte sich so, ich gucke jetzt im Fernsehen, ich glaube, da lief wirklich der Lucario und das Geheimnis von Mew-Film und ich war mega der Fan davon. Das war irgendwie, glaube ich, der 8. Pokémon-Film, ich bin mir nicht sicher. Und dann habe ich den Film nie wieder gesehen, aber habe halt noch so ein paar Erinnerungen gehabt. Und im Juni letzten Jahres, Juni dieses Jahres, also Anfang Juni dieses Jahres, habe ich den Film mal wieder geguckt und gefunden. Und ich fand es wieder irgendwie so ein bisschen so ein paar Flashbacks. Also alles, was ich erzähle, ist aus der Erinnerung herausgerufen. Also, wie ich ja gesagt habe, ist der Film Lucario von Mew. Habe ich den irgendwann 2015 gesehen. Ich weiß nicht, ob es vor dieser Folge war oder nach den Folgen. Nämlich am 14.08. habe ich gerade noch eben nachgeguckt. 2015 war der Arena-Kampf, also vierter Arena-Kampf in Kalos, Ash gegen Amaro. Irgendwie mitten im Kampf. Ich habe Fernsehen geguckt, dachte mir so, ach, das ist scheiße. Ich klicke das jetzt weg und ich habe das ernsthaft weggeklickt. Ich war da so dumm drauf, wenn ich jetzt im Nachhinein irgendwie so bemerke, ja, ich weiß nicht, was ich da gemacht habe. So etwa Mitte 2016 lief da immer Pokémon Sonne und Mond Werbung halt für die Spiele. Ich war jetzt nicht so überzeugt, dachte mir, das ist irgendwie so ein Pokémon. Fand ich da richtig scheiße eigentlich noch. Ich weiß ja auch nicht, wieso ich es da doof fand, keine Ahnung. Dann Weihnachten 2016. Habe ich Pokémon Alpha Saphir zum Geburtstagsgeschenk bekommen, weil ich mir ein Nintendo 3DS wegen irgendeinem Star Wars Spiel mit 2016 gekauft habe. Ich weiß selber nicht, wie ich das haben wollte. Und dann habe ich es für den Nintendo 3DS bekommen, war mega happy. Habe dann irgendwie erst 5 Stunden Spielzeit direkt gehabt am gleichen Abend. Aber kam dann später irgendwie nicht mehr weiter. Und ich habe doch eine Wii U bekommen, aber darum habe ich das ja auch dann so ein bisschen ignoriert. Und ich kam dann halt nicht weiter, hab dann immer mal von Zeit zu Zeit so getestet, ob das irgendwie wieder geht, keine Ahnung. Ich hab an der Tiefseehöhle verzweifelt, weil ich da nicht hinkam und ich auch noch irgendwie nicht lesen konnte. Ich mach mal ein kleines Beispiel. Wir haben den Film Frozen im Kino gesehen und als ich immer FIFA gespielt habe, habe ich statt fortsetzen Frozen gelesen. Okay, ich war noch richtig stumm, aber ja gut, das war jetzt nicht so schlau. Also ich kam dann nie weiter. Februar 2019 wurde mir genau dieses Video auf YouTube vorgeschlagen. Best of Nintendo, Pokémon Let's Go Evoli von Germi. Ich habe das Video angeschaut, ich weiß nicht wieso, fand das Spiel mega geil. Hab dann mal wieder Pokémon Alpha Saphir gezockt, hab das Spiel neu gestartet und so fing dann alles richtig an. Ich hab mir ein Pokémon Let's Go geholt, hab da eigentlich ganz viele Pokémon wie es geschaut und Pokémon gezockt und dann fing meine Pokémon Karriere, was weiß ich, richtig an. Das Spiel Pokémon hat mir bis Ende Mai noch Spaß gemacht, aber dann irgendwie nicht mehr so und da habe ich noch ein Pokémon Video Mitte Juni veröffentlicht und dann kam das mit Minecraft. Und Pokémon ist ganz in den Hintergrund gekommen. Ich habe eigentlich fast kein Pokémon mehr gezockt. Ende Juli habe ich dann wieder ein bisschen angefangen. Aber dann immer weniger. Aber dann Mitte August
habe ich dann wieder aktiv Pokémon gespielt und hat mir wieder Spaß gemacht. Zünd, weil ich wieder Bock auf Pokémon gehabt habe, ich lag daran, dass Clay mir Pokémon Masters empfohlen hat und darum, wie ich auf das Pokémon-Thema gekommen bin und den Rest konnte ich ja mitverfolgen mit meinen Videos. Das war es auch mal wieder mit dieser Folge Pokémon. Ich hoffe, es hat euch gefallen und tschüss.